So, herzlich willkommen zusammen. Ich zeige euch heute im Schnelldurchlauf, wie ihr einen Account für die Gastronomie einrichten könnt. Wir beginnen wie immer mit den Arbeitsbereichen. In der Gastronomie haben wir in der Regel die Küche, den Service und die Bar als Bereiche. Und für diese drei Bereiche definieren wir jetzt zunächst unsere Bedarfe. Wir fangen an mit dem Service und legen eine Schicht an im Bereich Service, die beginnt um 12 Uhr und geht bis 22 Uhr an den Wochentagen Montag bis Freitag. Und wir brauchen einen Mitarbeiter in dieser Zeit im Bereich Service. So, ab 17 Uhr soll noch jemand dazukommen. Deswegen haben wir hier jetzt eine weitere Schicht und zwar von 17 bis 23 Uhr, Montag bis Freitag, brauchen wir einen weiteren. Damit haben wir den Bedarf für den Service definiert und wir gehen weiter zur Bar. In der Bar wollen wir auch wieder eine Mindestbesetzung von einer Person haben, nur in den Stoßzeiten wollen wir zwei Personen da haben. Deswegen wir beginnen um 10 Uhr und sagen von 10 bis 17 Uhr haben wir an den Wochentagen Montag bis Freitag eine Person. Und wir haben ab 17 Uhr, sagen wir mal, ab 17 Uhr, da geht es los bei uns, dann haben wir bis 23 Uhr auch wieder Montag bis Freitag eine weitere Person, die an der Bar anwesend sein soll. Und noch eine Stunde später, ab 18 Uhr, auch wieder bis 23 Uhr, lassen wir eine weitere Person an die Bar kommen, weil es abends einfach sehr viel ist, da los ist bei uns und wir deswegen hier zwischen 18 und 17, zwischen 18 und 23 Uhr mindestens zwei Personen brauchen. So, damit haben wir für die Bereiche Bar und für den Bereich Service haben wir unsere Bedarfe festgelegt. Ihr seht, hier steht überall 0 von 1. Das bedeutet, dass wir einen Mitarbeiter hier überall benötigen in jeder Schicht, aber bisher 0 Mitarbeiter zugeteilt sind. Arbeiten hier mit verschiedenen Farben. Wir haben einmal hier grau. Grau bedeutet, dass es in der Vergangenheit ist und deswegen nicht mehr planungsrelevant ist. Rot bedeutet, hier haben wir was zu tun, weil unser Bedarf innerhalb dieser Schicht ist noch nicht erfüllt. Wir brauchen hier also noch Mitarbeiter. Und grün bedeutet, wenn es dann gleich grün wird, werdet ihr das sehen, dass unser Bedarf erfüllt ist. Wir tragen jetzt einfach mal einen Mitarbeiter ein und schauen uns das mal an, was da passiert. Ich klicke den Mitarbeiter hier links an. Dadurch ist er markiert und ich könnte jetzt eben den beispielsweise auf die Bar belegen, indem ich den jetzt einfach hier im Prinzip auf die Schichten klicke, wo ich ihn gerne drin haben möchte. Dadurch werden die Schichten grün und der Bedarf ist erfüllt. Wenn ich die Markierung des Mitarbeiters entferne, dann aktualisieren sich auch die Stunden hier. Ein kurzer Exkurs zu dieser Mitarbeiterliste hier. Ihr seht hier die Mitarbeiter, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben hier immer zwei Zahlen. Die erste Zahl sind die verplanten Stunden in der jeweiligen Woche. Und die zweite Zahl sind die Sollstunden des Mitarbeiters. In dem Fall bei allen vier Mitarbeitern 40 Stunden pro Woche. Das heißt, wir dürfen sie mindestens 40 Stunden eintragen. Und deswegen ist die Anzeige hier auch noch grün. Wenn der Mitarbeiter an die Stundengrenze kommt, dann wird sie gelb. Und wenn er sie überschreitet, wird sie rot. Unsere Ampelfunktion. So, ich habe den Mitarbeiter jetzt händisch eingetragen, indem ich den hier einfach links markiert habe und dann einfach da reingeklickt habe, wo ich ihn gerne drin haben möchte. Das gleiche kann ich auch für die anderen Mitarbeiter machen. Einfach markieren, draufklicken und den Plan befüllen. Damit haben wir die Schichten in der Bar vollständig befüllt und nur noch im Service haben wir offene Bedarfe. Das, was ich gerade gemacht habe, das ist die sogenannte Quick-Add-Funktion. Man markiert links den Mitarbeiter und klickt einfach überall rein, wo man ihn gerne drin haben möchte. Wenn ihr jetzt für euch für den Service fragt, wen könnte ich denn da einsetzen, da könnt ihr auch einfach diese Schicht anklicken und da werden euch die noch verfügbaren Mitarbeiter hier direkt angezeigt. Das heißt,
Die Mitarbeiter, die nicht abwesend sind oder noch nicht irgendwie anders verplant worden sind, die werden uns jetzt hier angezeigt. Und per Klick können wir hier den Florian einteilen und dann auf Speichern klicken. Und dadurch wird unsere Service-Schicht hier grün und der Bedarf ist erfüllt. Alternativ dazu können wir diese Schicht auch hier anklicken, den Florian drauf belegen und dann ihn auch eine kurze mit per kurz per Mail benachrichtigen, dass er nun am Donnerstag, 7.9. von 12 bis 22 Uhr im Service arbeitet. Wenn wir ausnahmsweise mal einen Mitarbeiter im Service benötigen, der eigentlich nicht in den Service gehört, dann haben wir hier den Knopf Mitarbeiter anderer Bereiche laden. Dadurch können wir auf Mitarbeiter zugreifen, die in anderen Bereichen arbeiten normalerweise, also zum Beispiel welche aus der Bar, die wir aber ausnahmsweise mal im Service einsetzen. In dem Fall stehen uns keine Mitarbeiter zur Verfügung, deswegen können wir hier nichts machen. Der Weg, den ich jetzt gerade mit euch gegangen bin, ist eigentlich der händische Weg. Also wir haben jetzt hier quasi die Mitarbeiter durchgeklickt oder die Schichten durchgeklickt und die Mitarbeiter auf die verschiedenen Schichten be belegt. Spannend wird, wenn wir die Mitarbeiter in diesen Prozess involvieren. Und zwar können Mitarbeiter ihre Verfügbarkeiten definieren, Abwesenheiten beantragen, sowas wie Urlaub zum Beispiel, oder einen Wunsch frei. Und sie können sich auf Schichten bewerben. Sie können also sagen, ich würde gerne hier im Service arbeiten. Und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir uns als Mitarbeiter registrieren und uns mal anschauen, wie das eigentlich aussieht aus Sicht eines Mitarbeiters und welche Konsequenzen das für die Ansicht hier für einen Administrator hat. So, wir legen jetzt zwei weitere Testmitarbeiter an, Mitarbeiter 4 und 5, gehen jetzt hier auf das Krawattenmännchen und laden diese beiden einfach mal ein, beziehungsweise ich kopiere mir einfach hier diesen Link, gehe hier in ein neues Browserfenster und gebe das hier ein. So, jetzt habe ich hier die Mitarbeiter, jetzt nehme ich einfach mal den Mitarbeiter 4, gebe dem eine nette E-Mail-Adresse. Gib denen ein nettes Passwort und sag Speichern. So, jetzt habe ich mich als Mitarbeiter 4 eingeloggt und ihr seht, der Mitarbeiter hat eine leicht angepasste Ansicht, bei dem es grau bedeutet bei Mitarbeitern, da haben wir keinen Bedarf mehr. Das heißt, der Bedarf ist hier vollständig erfüllt. Und rot bedeutet, dass wir hier quasi noch Leute brauchen. Und der Mitarbeiter kann jetzt seine Bewerbung quasi bei euch beantragen, indem man einfach hier draufklickt und sagt, ich würde gerne hier arbeiten und hier arbeiten. Damit hat er sich auf diese Schichten beworben. Gucken wir uns mal an, was nun aus der Sicht des Administrators passiert ist. Wir gehen wieder zurück als Administrator in unseren Kalender und wir sehen nun in unserem Kalender diese blauen Punkte hier. Diese blauen Punkte bedeuten, es gibt eine offene Bewerbung in dieser Schicht. Und wenn ich mit der Maus über diesen blauen Punkt gehe, dann sehe ich, okay, der Mitarbeiter 4 ist der, der sich für diese Schicht beworben hat. Wenn sich mehrere Mitarbeiter auf diese Schicht bewerben, dann sehen wir mehrere Mitarbeiter, die dort angezeigt werden. Nun können wir diese Bewerbung bestätigen oder ablehnen. Ich klicke jetzt diese Schicht einfach mal an. Jetzt wird mir hier dieser Mitarbeiter angezeigt. Ich kann jetzt hier auf das X klicken, wenn ich die Bewerbung absagen möchte. Oder ich klicke den Mitarbeiter an, da wird er eingeteilt. Ich klicke auf Speichern und dadurch haben wir keine offenen Bewerbungen mehr und die Schicht ist grün und der Bedarf ist erfüllt. Das Gleiche machen wir jetzt auch hier und hier auch nochmal. So, eine Schicht ist jetzt für uns noch offen. Uns fehlen hier aktuell noch Mitarbeiter, die wir könnten jetzt einen von denen auswählen oder wir könnten sagen, Link zur Bewerbung versenden. Dadurch bekommen alle Mitarbeiter, die uns noch hier zur Verfügung stehen, eine E-Mail mit, lieber Mitarbeiter, wir haben hier eine offene Schicht im Service, 17 bis 23 Uhr am Mittwoch, 6.9. Hättest du Zeit, ja oder nein? Der Mitarbeiter muss einfach nur auf den Link in dieser Schicht, in dieser E-Mail klicken und bewirbt sich dadurch automatisch, ohne dass ich irgendwie einloggen muss, auf diese noch offene Schicht. Und wenn er das tut, taucht wieder dieser blaue Punkt auf, den ihr gerade gesehen habt. So, das ist so der typische Prozess, wie die Planung in der Gastronomie abläuft. Man hat Bedarfe, die Mitarbeiter können sich auf Schichten bewerben
und wir belegen und bestätigen die Mitarbeiter auf diese Schichten. Ganz häufig haben wir auch den Fall, dass beispielsweise Mitarbeiter immer in einer Schicht arbeiten. Beispielsweise ein Mitarbeiter, der immer in der Frühschicht an der Bar ist. Das können wir so lösen, indem wir jetzt hier beispielsweise den Mitarbeiter 1 auswählen und sagen, dieser Mitarbeiter, den möchten wir jetzt in Serie belegen. Nun starten wir einen Algorithmus oder ein Verfahren, was quasi dafür sorgt, dass der Mitarbeiter automatisiert in alle Schichten eingeteilt wird, die zur Bar gehören, beziehungsweise zu dieser Serie gehören, die wir definiert haben. Wir speichern das einfach mal, gucken uns mal an, wie das in der Folgewoche aussieht. KW 38 sieht gut aus, der Mitarbeiter 1 ist da drin und der KW 37 ist es genauso. Der Mitarbeiter ist jetzt in Serie hier eingetragen. Ihr seht auch hier den Effekt, der Mitarbeiter hat nun 35 von 40 Stunden. Er ist an der Stundengrenze langsam angelangt und deswegen wird es gelb. Wir sollten ihn in dieser Woche nicht mehr so ganz so häufig verplanen. Die dritte Möglichkeit, einen Mitarbeiter zu belegen oder mit dem Mitarbeiter auch im Plan zu interagieren, sind Verfügbarkeiten. Wir hatten vorher, ich bin jetzt wieder als Mitarbeiter eingeloggt, und wir hatten vorher mit diesem Mitarbeiter Bewerbungen ausgesprochen. Wenn ich jetzt mal die Seite aktualisiere, dann seht ihr, diese Bewerbungen sind nun bestätigt und deswegen sind diese drei Schichten für den Mitarbeiter jetzt grün. Er sieht jetzt hier seine Einteilungen. Der Mitarbeiter kann nicht nur über Bewerbungen seine Präferenzen äußern, sondern auch über sogenannte Verfügbarkeiten. Er kann beispielsweise sagen, ich stehe grundsätzlich am Dienstag zur Verfügung, am Donnerstag voll den ganzen Tag zur Verfügung, am Freitag zur Verfügung und dann nächste Woche am Mittwoch und hier am Donnerstag. Schauen wir uns wieder an, was für einen Effekt das für den Planer hat. Wir wechseln jetzt wiederum in unsere KW 37 und gucken uns mal an, was passiert, wenn wir den Mitarbeiter 4 hier links anklicken. Dann sehen wir, hier unter dem Datum werden die Verfügbarkeiten dieses Mitarbeiters eingeblendet. 15 bis 22 Uhr, 5 bis 22 Uhr an den Wochentagen Mittwoch und Donnerstag, der 13. und 14.9. Wir können also jetzt sagen, gut, das passt, dann tragen wir den doch hier ein, weil hier brauchen wir den noch. Beziehungsweise, das würde nur bis 23 Uhr gehen. Ist aber eigentlich nur bis 22 verfügbar, dann nehmen wir ihn doch in den Service rein. Dann deckt sich das komplett mit seiner Verfügbarkeit. Wir klicken wieder den Mitarbeiter hier weg und dadurch aktualisieren sich die Stunden. Nun stellen wir uns vor, dass der Mitarbeiter auf keinen Fall am Freitag arbeiten möchte. Er kann nun bei euch eine Abwesenheit beantragen. Ich gehe jetzt hier, bin wieder als Mitarbeiter drin, ich gehe jetzt hier auf das Schild mit dem Herz und klicke hier auf Neue Abwesenheit. Nun kann ich den Abwesenheitstyp auswählen, bleibe jetzt mal bei Wunschfrei und sage, ich möchte nächste Woche auf keinen Fall, also am 15.09. möchte ich auf keinen Fall arbeiten, deswegen beantrage ich jetzt ein Wunschfrei. Bin auf einer Hochzeit. Bitte genehmigen, schreibt der Mitarbeiter und hat damit seinen Abwesenheitswunsch geäußert. Gucken wir uns mal an, was beim Admin passiert ist. Beim Admin taucht jetzt hier oben eine rote 1 auf. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Wir haben hier den Freiwunsch, beziehungsweise wenn ich jetzt mal in die Übersichten gehe, dann haben wir hier den Mitarbeiter 4, der hier am 15.09. diese Wunschfreianfrage gestellt hat und kommentiert hat, mit, bin auf einer Hochzeit, bitte genehmigen. Jetzt könnten wir uns überlegen, wir könnten jetzt auch nochmal kurz schreiben, ja, muss das wirklich sein? Könnten wir machen, da könnten wir hier eine Kommunikation mit ihm führen oder eine Unterhaltung mit ihm führen. Oder wir sagen, okay, komm, das passt, er hat eh keinerlei Bewerbungen oder Belegungen in diesem Zeitraum. Das genehmigen wir dem jetzt einfach und sage ich bestätigen. Der Mitarbeiter bekommt jetzt eine Mail, lieber Mitarbeiter, deine Abwesenheit wurde bestätigt und ist damit an diesem Freitag nicht mehr einteilbar.
Wenn wir uns die KW37 jetzt anschauen, dann fällt jetzt eben auf, hier oben haben wir jetzt eine rote 1. Ja, das sind die Anzahl der abwesenden Mitarbeiter an diesem Tag. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich, das ist der Mitarbeiter 4, der eine bestätigte Abwesenheit vom Typ wunschfrei hat für diesen Tag. Wenn ich jetzt den Mitarbeiter 4 versuche einzuplanen, dann sagt mir das System, der Mitarbeiter 4 hat in diesem Zeitraum eine bestätigte Abwesenheit. Also wir können ihn in diesem Zeitraum nicht mehr einplanen. So, und damit habt ihr im Prinzip die drei Möglichkeiten kennengelernt, wie wir Mitarbeiter in unseren Planungsprozess integrieren können. Nämlich erstens durch die Bewerbungen, die wir vorher hier gesehen haben. Also der Mitarbeiter ist hier im Kalender und klickt einfach überall rein, wo er gerne arbeiten möchte. Zum Beispiel hier und hier. Zweitens die Abwesenheiten. Hier kann der Mitarbeiter Abwesenheitsanfragen stellen, Urlaubsanträge stellen, Wunschfreianträge stellen. Abwesenheiten sind, sobald sie bestätigt sind, quasi verbindlich, auch für den Arbeitgeber. Das heißt, der Mitarbeiter ist dann nicht mehr einteilbar. Man müsste die Abwesenheit rückgängig machen, damit er wieder im Dienst dann einteilbar wäre. Und drittens die Verfügbarkeiten. Die sind komplett losgebunden von den Schichten. Da kann der Mitarbeiter quasi ganz flexibel sagen, ich kann hier und hier arbeiten oder hier nur bis 12. Das kann er frei definieren, jederzeit ändern. Und diese Information wird uns hier, wenn wir den Mitarbeiter 4 zum Beispiel markieren, wird uns das hier unter dem Datum angezeigt. Und das macht eure Dienstplanung wesentlich einfacher. Die Kommunikation wird vereinfacht. Und viele, viele Gastronomen arbeiten genau nach diesem Prozess und haben so nicht nur 5 oder 6 Mitarbeiter organisiert bekommen, sondern auch 80, 100 oder auch mehrere 100. Und deswegen wünsche ich euch auch gutes Gelingen beim Einrichten eures Gastronomie-Accounts. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne jederzeit. Dafür sind wir da. Das ist hier unser Chat. Einfach hier eine neue Unterhaltung starten und eine Frage stellen. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen und freue mich auf eure Fragen, Anregungen und auf die Zusammenarbeit mit euch.